Auf das Dach. Merci. Gern. Ich glaube, das ist gut. Danke. Dein grosser Sack. Danke schön. Hast du eine Küche oder nicht? Ja. Jeden Abend verteilt Schwester Arian zusammen mit ihren HelferInnen Lebensmittel an Bedürftige im Zürcher Milieu. Gut. Ja, wart schnell. Komm mal raus. Was hat der Arzt gesagt wegen den Augen? Er sagt jetzt nicht gut, meine Augen. Augendruck sehr groß. Mhm. Und siehst du noch oder nicht viel? Nicht viel. Zusätzlich leitet sie das Primero, das zum Verein Incontro gehört. Reis mit Bure. Ein Ort, an dem Bedürftige eine warme Mahlzeit bekommen und wo sie sich aufhalten können. Claudia, hast du schon Besteck? Ja. Soße? Ja, was willst du? Was möchtest du gern, Sarah? No. Asiatisch? No. Ein Ort, der in der heutigen Zeit bitter nötig ist. In den letzten Monaten hat es mega zugenommen, das muss man sagen. Und das zeigt, was in unserer Gesellschaft abgeht. Wir kommen da so viel Mail über. Hey, ich kann nicht mehr leben, ich kann nicht mehr das Essen mehr finanzieren. Es kommen so viele neue Leute an. Das ist das Abbild, was in der Gesellschaft passiert, oder? Ein allabendliches Bild an der Zürcher Langstraße unweit vom Hauptbahnhof. Hunderte von Menschen warten auf die Essensausgabe von Schwester Arian und ihren Helferinnen. Ich glaube, dass die Menschen, die so eben durch ihre Situation so an die Ränder geraten, unsere Aufgabe als Gesellschaft ist, sie wieder ganz in die Mitte hineinzuholen, dass sie heil werden können. Das passt zur Schweizer Bundesverfassung, in deren Präambel steht: Und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Für viele ist es schlicht nicht vorstellbar, dass es hier Menschen gibt, die jeden Rappen umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben können. Menschen, die oft nicht wissen, ob etwas auf den Tisch kommt, weil es hinten und vorne nicht reicht. Menschen, die sich kein Zugticket leisten können, von Kinobesuchen oder Auswärtsessen ganz zu schweigen. Sie machen knapp 10% der Bevölkerung aus, Tendenz steigend. In diesem Film geben wir ihnen eine Stimme. Armutsbetroffene erzählen uns ihre Lebensgeschichte. Alexandra Odermatt aus dem Kanton Aargau, 43 Jahre alt, geschieden und Mutter eines 10-jährigen Sohnes. Als ich das erste Mal hierher kam, war es mit Scham verbunden. Man fühlt sich minderwertig. Man merkt, es ist etwas passiert, das man nicht selber steuern konnte und wo man selber auch nicht mehr wahrscheinlich im Moment anbringen würde. Und der erste Schritt aufs Betreibungsamt, wenn ich daran denke, ich habe wirklich gebrüllt dort. Und man muss alles offenlegen. Ja. Mhm. Und jetzt kann man sich daran gewöhnen. Jetzt sind wir ja immer wieder angetragen. Es gehört ein bisschen dazu, mittlerweile. Es ist so ein bisschen ein Standard geworden. Man geht hin, man tut abrechnen. Auf eine Art sehe ich es als Chance, dass ich zum Ganzen wieder rauskomme. Meine Motivation ist, dass ich da wieder rauskomme. Ich bin jedes Mal eigentlich gespannt, wie es aussieht mit dem Stand. Gut, ich meine, Monate verändert nicht viel. Aber wenn man so nach einem halben Jahr wieder nachfragt, wie der Stand jetzt ist, einerseits motiviert es einen und andererseits, ja, es ist eine langwierige Sache, bis man da wieder rauskommt.
Danke. Ich habe das Internet. Das ist das Einkommen vom Arbeitgeber. Dann haben wir hier die Alimente. Das ist von, also das erste ist von der IV und das ist ja, jetzt ich gerade gedacht, genau. Ja, genau, gerade umgekehrt. Genau, das sind die beiden Einnahmen. Einnahmen. Ja. Jawohl, und das ist Miete und Krankenkasse. Also, ja, das ist jeden Monat eigentlich gezahlt. Da bringen Sie mir einfach immer belegen, dass es gezahlt ist. Ja, genau. Dann kann ich das gerade schnell ausrechnen. Ich bin gespannt, wie es diesen Monat aussieht. Ja. Standmässig. Ja, aber bis jetzt sind wir eigentlich recht gut unterwegs. Ja, hoffentlich. Dann haben wir, also jetzt abzüglich die Quote, die sie mir dann noch überweisen, sind wir noch rund auf 18'000. Okay. Genau, ja. Ist auch schon mehr gewesen. Wir sind einmal auf 80'000 oben gewesen. Also von dem her. Kommt schon gut. Kommt schon gut, ja. Wow. Weiter. Zu früh freuen sollten sie sich gleich nicht, weil ich habe da nämlich die Entsendungsgruppe noch abgeschlossen, wo eben eine Höchstbetreibung noch drin war, fast 24'000, da sind wir halt nicht weiter oben runtergekommen. 7'000 haben wir schon dran zahlen aus der Pfändung, aber es ist halt immer noch fast 24'000 offen. Und wenn die natürlich wieder Betreibung machen, ja, dann kommt das halt dann auch irgendwann wieder dazu. Ist gut. Es war Ende Oktober, also Halloween 2019, als ich mit meinem Arbeitskollegen zusammen, damals in der Ambulanz tätig, einen schweren Patienten zur zweiten Höhe gelupft habe. Und nach dem Einsatz sehr starke Rückenschmerzen verspürt habe. Während dem Einsatz selber schon gemerkt habe, dass sich irgendetwas da hat im Rücken, weil es hat einen recht einschneidenden, zerrenden Schmerz gegeben und auch ein Geräusch. Ich bin dann zurück ins Spital mit Arbeitskollegen und Patient und habe mich dann dort einmal gemeldet und gesagt, ich habe so Rückenweh, es tut mir weh. Man hat dann am Anfang gemeint, es sei vielleicht nur ein Lumbago, also eine Verspannung. Und etwa 6 Wochen später ist es MRI gemacht worden, wo man gesehen hat, dass es ein Bandscheibenvorfall ist plus wahrscheinlich noch etwas anderes. 2 Operationen brachten keine Linderung der Schmerzen. Teilweise war sie gelähmt. Die Ärzte wussten nicht mehr weiter. Dazu kamen zunehmend finanzielle Sorgen. Zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist mit dem Rücken, bin ich 100% angestellt gewesen. Es ist dann bis Ende Januar hatte ich einen 100% Lohn gehabt. Und dann ist es auf 70% runter, weil ich vorher, bevor das passiert ist mit dem Rücken, ein 70% Pensum unterschrieben habe, dass ich für meinen Sohn da bin, für meinen Sohn schaue. Ja, in dem Moment ist das 70% Pensum dann gekommen, im Januar. Und da man ja dann schon 3 Monate krank war, ist noch 80% von 70% Lohn gekommen. Und das ist recht ein riesen Betrag, was da weggefallen ist, Ende des Monats. Das hat einfach ein paar Monate eine Überbrückung gebraucht von irgendjemandem, der mir geholfen hätte, dass ich nicht in der Situation stecke, wo ich bin. Und ich bin auf sämtliche Ämter, ich bin auf sämtliche... Überall an, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich käme wahrscheinlich Hilfe über. Ich habe Ämter abgeklappert, das selten klappt, mit Schreiben, mit E-Mails, mit irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Keine Chance. Ja. Das heisst, jeden Monat hat sich Schulden angehäuft. Am Anfang konnte man es noch ein bisschen überwinden mit dem, was man auf der Seite hatte. Das Wenige, was man auf der Seite hatte, vielleicht für Ferien, vielleicht für irgendetwas anderes, hat man am Anfang die ersten Monate, ich würde mal sagen, etwa die ersten 6 Monate, 7 Monate, habe ich überwinden. Und dann sind die ersten Betriebe gekommen. Dann ist es zur Lohnpfändung gekommen. In Huttwil im Emmental besuchen wir die 4-köpfige Familie Bertschi Strahm. Da darf ich euch drin tun. Das. So, drin tun. Und ich möchte doch ein bisschen Salat. Ja. Gern. Der letzte kommt nicht. Hm? Der letzte kommt nicht. Das müsste ich sogar. Das denke ich doch. Aber wir meinen, das sind das noch.
Christian Strahm ist seit dem Frühling 2023 arbeitsunfähig. Kannst du mir einfach zumachen? Um die Kinder kümmert sich ganztägig Alina Bertschi. Voilà. Die Familie lebt größtenteils vom Krankentaggeld des Mannes. Montagmittag schinken wir dann. So, genau. Mit Reis. Ja. Jenny, was könnte man am Dienstag machen? Spaghetti. Dort für Fischstäbchen. Also, Fischstäbchen. Lass mir am Mittwoch geht Spaghetti, ja? Hast du gesagt. Mit Fleisch, ohne Fleisch? Ohne. Man hat ja noch Hackfleisch. Ja, ein kleines Pack, aber wenn er noch selber kommt, dann... Ist die auch jetzt Mittag? Ja. Was ist das Schlimmste, wenn man so ein Existenzminimum umkratzt? Das Schlimmste ist, man kommt nie zur Ruhe. Man kann nie mal sagen, hey, heute ist ein Tag, wo man einfach mal einkaufen und einfach mal... Nein, man muss jeden Tag überlegen, gibt es das zum Mittag, gibt es nicht zum Mittag, machen wir das. Und das ist halt, das ist wie tagtäglich. Also du bist wie tagtäglich eigentlich immer am Hirn und am konfrontiert sein. Genau. Wie würden Sie das beantworten? Ja, es trifft es eigentlich so verkopft. Ja, es ist ja, das ewige Kopfmachen. Ja, man legt halt schon das Zeug anders her. Man kauft anders ein, man ist wirklich die ganze Zeit am Hirn. Und ja, das ist so. Das ist je nach dem Stress pur. So. So. Alina Bertschi stemmt derzeit das ganze Familienleben allein. Christian Strahm ist erst vor 2 Tagen aus der Burnout-Tagesklinik entlassen worden und muss sich weiter schonen. Ja. Ina setzen. Tschüss. Tschüss, Papa. Viel Spaß. Tschüssi. Warte. Bip. Bis nachher. Ich glaube momentan 6 verschiedene Sorten. 2 davon sind gegen Typ 2 Diabetes. Ja. Eins ist Blutdruck. Eins ist die Unterstützung wegen der Depression und so. Wo halt immer noch nicht ganz weg ist. Und es ist auf dem Magenschoner, dass natürlich die ganzen Medikamente, dass die Schleimhäute nicht so kaputt machen. Wie fühlen Sie sich heute? Das ist ein guter Tag oder haben Sie nicht? Es ist eher noch so ein schlechter Tag. Wie äußert sich das? Dass ich so angespannt bin. So. Am Morgen schon der Trubel und so, das ist. Ja. Ja. Ready? Close your helmet. Close it. Ebenfalls arbeitsunfähig ist Cecilia Ramos. Sie und ihr Sohn Bentley sind vom Sozialamt abhängig. Auch sie besuchen wir im Sommer 2023 ein erstes Mal. Wir sind in Muttenz. Hier ist Ramos aufgewachsen. Und hierhin kehrte sie nach 13 Jahren in den USA zurück, zusammen mit ihrem Sohn. Es war eine Rückkehr aus Not. In Kalifornien hatte sie eine Scheidung hinter sich. In der Corona-Krise verlor sie ihren Job und ihre Angststörungen begannen.
Das ist unser Lieblingsplätzchen. Eigentlich meistens nach dem Milchholen kommen wir schnell hierher mit unseren Becherli und manchmal haben wir noch Sandwich dabei und bleiben ein bisschen da und ja, ich will gerne mit dem Wasser und wir entdecken immer irgendetwas im Umkreucht oder Plant, finden Blümchen. Was ist der größte Unterschied zwischen der Schweiz und Amerika? Hier, das sind nicht arme Menschen. Du kannst in Basel gehen, Zürich, wo, in große Cities. Du siehst keine armen Personen. In Amerika, geht nach L.A., du siehst viel, viele, so viel. Du auf die Seite von der Straße und fragst für Geld. Hast du das Gefühl, du bist arm? Nein. Wir haben alle die Sachen, die wir brauchen. Einen Platz zum Leben, ein Zimmer zum Schlafen, die Essen auf den Tisch. Es ist alles, was ich brauche. Und ich denke, es ist schön. Das Existenzminimum für die beiden beträgt knapp 3.000 Franken. Zugleich bezahlt das Sozialamt die Krankenkassenprämien. Sie sind von den USA in die Schweiz gekommen. Eigentlich gerade in die Sozialhilfe. Mhm. Der Staat hat Ihnen geholfen. Ja. Begreifen Sie das einmal mit den USA? Ja, das ist ganz, ganz extrem. Dann bin ich also wahnsinnig dankbar, dass ich in der Schweiz hier so aufgenommen worden bin. Weil in Amerika, wie gesagt, die meisten Leute, die arbeiten, haben keine Benefits. Ich würde sagen, so Durchschnittsverdiener, die arbeiten einfach und dann plötzlich heisst es, vielleicht morgen hast du jetzt einfach keine Stelle mehr und so weiter, keine Sicherheit. Und wenn man dann einmal plötzlich keine Arbeit hat und dann noch krank wird, dann ist man dann sehr schnell auf der Straße. Das wollte sie ihrem Sohn Bentley ersparen. Sie schaffte es, Geld für Flugtickets in die Schweiz zu organisieren. Wir haben Gott sei Dank eine Wohnung gehabt. Habe ich eigentlich gedacht, ja, sobald ich eine Wohnung habe, mich ein bisschen erholt habe, fange ich wieder an zu arbeiten und dann geht es irgendwie weiter. Und gut, mein Sohn hat kein Deutsch können, aber er ist dann auch eingeschult worden und alles. Aber es hat sich dann sehr viel schwieriger entpuppt, als ich mir das vorgestellt habe. Weil ich habe das Leben lang immer für mich selber gesorgt und ich habe gedacht, ja, nach 3-4 Monaten oder so habe ich sicher eine Stelle. Aber ich bin hier angekommen. Und zuerst haben wir natürlich immer beschäftigt, die Wohnung zu suchen und wie war es, Krankenkasse, so viele Formulare und ich bin irgendwie immer müde geworden, ich konnte nicht mehr richtig konzentrieren. Das Sozialamt hat mir Sachen erklärt, sie müssen auch bei der Krankenkasse das und jenes und da. Und ich bin, als ich in dieser Wohnung war, irgendwie habe ich plötzlich nicht mehr können. Ich konnte nicht mehr können, alle E-Mails beantworten und die Formulare schicken, die ich sollte. Und es ist alles wie zusammengebrochen. Ich musste mich konzentrieren, dass ich meinem Sohn einen normalen Alltag geben kann, also gut gegangen ist. Ja, dass er am Morgen aufsteht und in die Schule geht, dass ich wach bin am Mittag und kann zu Mittag etwas machen und dann wieder liegen, wenn er wieder in die Schule geht und einfach ihm nicht so zu spüren geben, dass ich so schlecht zu Weg bin. Aber er hätte das nicht gleich mitbekommen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Wenn er in die Schule ist, bin ich am Bett gelegen und habe an die Wand geschaut, stundenlang. Und ich konnte nicht auf nichts denken. Einfach wie das Einzige, was ich gedacht habe, war, jetzt bin ich 52. Ich habe so viel gemacht, um mir eine Zukunft aufzubauen in Kalifornien. Ich habe all meine Ersparnisse dort gebraucht. Ich habe so viel gemacht, geschafft, studiert, alles. Und jetzt komme ich zurück und habe das alles für nichts gemacht. Und jetzt bin ich da und ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was ich da soll. Ich bin verloren. Langsam. Anina, was haben wir heute in der Nacht? Der Frühpensionär René Burger aus Rien lebt, wenn alle Fixkosten abgezogen sind, von 15 Franken am Tag. Das eine oder das andere Fleisch, das ich günstig anbiete in ihrer Aktion, war schon mal eingefroren. Ich kann das nicht mehr eingefrieren. Ich müsste es zuerst zubereiten und einfrieren.
Und hier habe ich jetzt noch gerade das Glück, das ist Schweinsnierstück mit 50% Kleber. Das heisst, entweder heute zubereiten oder ab in die Frühling. Darum habe ich eben geschaut, ob das ein Auftauchnetz ist oder nicht. Aber so wie ich es sehe, ist das gerade nochmal zum Eingefrieren. Ist das jetzt eine gute Zeit zum Gutzüchten? Ja. Man kann es nicht mehr sagen, kurz vor dem Mittag oder am Morgen oder am Nachmittag. Mittlerweile sind so viele Leute darauf angewiesen, können solche Schnäppchen zu machen mit einem 50% Kleber drauf, dass es schon fast eine Glückssache ist, wenn man es zurückbekommt. Und jetzt sieht es gut aus. Und den hier, den habe ich nämlich auch gerne. Das war ein ganz guter Einkauf. Ja. Da konnte ich feierlich viel Geld sparen. Und jetzt kann ich mir dafür noch Kaffee leisten. So, zum Wohl. Danke. 3,90 kostet der Kaffee hier. Also, es liegt schon mal drin, einen zu trinken. Und hin und wieder kann ich mir sogar am Vormittag einen Kaffee mit einem Gipfel. Weißt du, da kostet 4,30 Franken. Wie oft gibt es etwas drin? Kaffee mit Gipfeli. Einmal im Monat. Aber habt ihr einen guten ausgesucht? Ja, der René ist ein guter. Ist noch zum Aushalten, gell, René? Ja, ja. Lange lebte René Burger mit seiner Familie ein gutes Leben als selbstständiger Bauberater. Bis sein Leben 2010 aus der Bahn geriet. Ja, der Herzinfarkt war ziemlich heftig. Also, da bin ich wirklich am Tod vorbeigeschrammt. Ich war 4 Wochen in der Uniklinik. Ich hatte das Reha-Programm. Das ist eigentlich recht gut gegangen. Ich war selbstständig. Dann habe ich die Zahlungsmoral der Auftraggeber Schwierigkeiten gemacht. Aus dem familiären Umfeld ist auch nicht alles rundgelaufen. Das hat mich auch ziemlich belastet. Ja, und nach fast schon unmerklich, ist mir auch psychisch schlechter gegangen. Und plötzlich ist einfach auch der Alkohol da gewesen. Er hat auch ziemlich viel Negatives geschaffen. Inwiefern? Man ist gleichgültig geworden. Ich habe zwar noch wahrgenommen, dass das oder die Ends nicht richtig wäre oder recht wäre. Und man hat es einfach lassen, verwendet, bis ob es jetzt auch um Fisten gegangen ist oder andere Sachen gegangen ist. Also, ist immer mehr oder weniger egal gewesen. Seit 5 Jahren nun ist René Burger trockener Alkoholiker. Dank einem Magenbypass und Disziplin, wie er sagt, hat er 50 Kilogramm abgenommen. Zu seinen 2 erwachsenen Kindern hat er wenig Kontakt. Er will sie mit seiner Situation nicht belasten. Hat sie Schulden? Ja. Sehr hoch. Sehr hoch. Nein, ich bin nicht wie viel. Aber es ist sehr, sehr hoch. Sechsstellig? Ja, auch dort im hohen Bereich. Wie werden denn? Ja, einfach mal sind es gegenüber dem Staat auch. Dann sind es noch was Gusses an Unterhaltszahlungen, die noch bestehen sind. Ja, dann etwas weniges noch privat. Das probiere ich jetzt abzustottern, die Privaten. Das ist eigentlich mal der Bereich, den ich erreichen kann, dass das mal sein muss. Sonst fehlt alles.
Sie werden nie aus der Schule rauskommen. Nein. Halt in seinem Leben findet er seit Jahren bei seinen Hunden. Ja, das ist der Arthos, von dem ich geredet habe. Der ist mir besonders ans Herz gewachsen. Da denke ich noch heute viel. Ich war der dritte Besitzer, als er zu mir kam. Ich habe eben mit ihm ein bisschen Hundesport angefangen und ich habe die Ausbildung gemacht mit ihm zum Besuchshund. Und ich war mit ihm auch im Altersheim. Wir hatten eine ganz spezielle Beziehung zueinander. Er hatte einen verrufenen Namen vorher und ich habe lange angekämpft. Und wir wissen, dass es eigentlich ein ganz guter Hund ist. Er hat mich auch in dieser schwierigen Zeit, die ich hatte, hat er mich treu begleitet. Das war eigentlich die einzige Motivation, die ich noch hatte, dass ich weiterkomme und dass es doch mal noch den Auslöser gibt, dass ich wieder zurück in ein gutes Leben finde. Jetzt sind das auch schon 7 Jahre her, dass es nicht mehr ist. Ja, der Zucker. 70er, 80er Jahre Erinnerungen. Und dieses Jahr war der Zlarach. Und das ist nach vielen, vielen Jahren, als ich Sozialgeld habe bezogen und jetzt pensioniert bin, von meinem Pensionsgeld, das Ticket, wo ich gesagt habe, ich muss einfach jetzt gehen. Den Zucker hören. Egal, was für Konsequenzen das sind, wenn jetzt das Eintrittsgeld weg ist. Das hat einfach müssen sein. Wie ist sie? Toll. Absoluter Hammer. Also. Viel. Ja, viel. Noch eins. Viel. Fettig. Fettig. Mit seinen Hunden ist er täglich mindestens 10 Kilometer unterwegs. Mit der älteren Hündin Amy ist er zudem in einem Altersheim als Animateur tätig. Mit Helpige Gecko atmet bei Schwarzkäfern aber ihr das Nachsehen. Sie sind viel zu schnellfüßig. Wir werden René Burger im Herbst dorthin begleiten und auch bei den anderen Protagonistinnen schauen, ob sich an ihrer Situation etwas verbessert hat. Tschüss! Gute Fahrt! Danke! Doch zuerst haben wir ein paar Fragen an Urli Mäder. Er ist selbst in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Später befasste er sich sein ganzes Berufsleben lang als Politiker und Wissenschaftler mit dem Thema Armut. In der Schweiz verhungert niemand, stimmt das? Verhungern nicht. Ich in der Schweiz arm sein. Und in Afrika arm zu sein, das ist zwei Paar Stiefel, das muss man sehen. Aber umso geniert es mich mehr, den Gegensatz, wenn das Potenzial, dass doch alle könnten gut über die Runde kommen, so vorhanden ist und der krasse Gegensatz zur Realität. In unseren Protagonisten ist oft Krankheit getrieben von der Armut gewesen. Ja, ich muss sagen, oder Armut macht krank und Krankheit macht arm. Wenn man statistisch anschaut, dann gibt es die einfache Korrelation. Also in der ganzen Ehrlichkeit, als wir anfangen für den Film zu recherchieren, hätte ich das nicht für möglich gehalten, weil ich das Gefühl hatte, wir sind doch so gut krankenversichert, wir haben nachher kommt vielleicht mal die IV. Oder es
Wir gehen sicher nicht wegen einer Krankheit oder wegen einem Unfall durch die Maschen. Unsere Protagonisten beweisen uns das Gegenteil. Ja, und man muss beides sehen, oder? Man muss sehen, die soziale Sicherung, die lange Zeit ausgebaut worden ist, das ist ein Segen, das ist etwas ganz Wichtiges, das ist etwas ganz Wertvolles. Und man muss das auch wertschätzen, die Bereitschaft von einer Gesellschaft, zumindest die Mittel zur Verfügung zu stellen. Weil das Verständnis muss doch sein, in einer Gesellschaft geht es gut, wenn es allen gut geht. Und wo sind die Hauptlücken? Die Hauptlücken ist oder der Wandel der Lebensformen. Unsere Gesellschaft pluralisiert sich. Das heisst, die einzelnen Armutsbetroffenheiten, die werden immer spezifischer. Wenn jemand nicht in das Schubladen passt, das vorgefertigt ist, dann wird es sehr schnell schwierig. Da müssen wir irgendwo grosszügiger, eben, wer ins Wasser geht, soll doch nicht mühsamst nachweisen, dass man Anspruch auf Unterstützung hat. Denen soll geholfen werden. Das System von den Ergänzungsleistungen, die wir jetzt haben, für AHV oder für IV-BezügerInnen, dass man das ausweiten würde, zumindest auf alle Haushalte mit Kind oder von mir aus liebend gern auf alle, die zu wenig Einkommen haben. In Deutschland ist unlängst eine Studie erschienen, die kommt zum Schluss. Armut gefährdet die Demokratie, weil kein Vertrauen mehr in Politik da ist. Von unseren Protagonisten ist eine einzige Zigarelle, jetzt sind auch die Parlamentswahlen. Ich finde es eine ganz entscheidende These, oder? Dass man sieht, also zu der Demokratie, das gehört nicht nur das Abstimmen, sondern zur Demokratie gehört, dass alle die Möglichkeit haben, sozial teilzuhaben. Was brauchen Menschen, damit sie das Gefühl haben, ich gehöre dazu und das ist mir auch wichtig und ich freue mich darauf, irgendwo wenigstens die Stimme einzureichen oder etwas dazu beizutragen an einer Gemeindeversammlung, was geht bei uns vor der Haustür, so dass man sich auch hier dafür hat. Das finde ich etwas ganz, ganz Entscheidendes. Die Schweiz hat ein Selbstbild, das halt relativ fest zurt ist. Also wir sind die Guten, wir sind die Besseren, bei uns ist alles in Ordnung. Und die Realität hat in den letzten Jahren einfach mit dem nicht so Schritt gehalten. Und das Wahrnehmen von dem Schatten, von dieser Kluft, das ist unangenehm. Und wenn wir dem ausweichen, tun wir uns keinen Dienst. Zurück in Zürich treffen wir auf Moritz. Er will seinen richtigen Namen nicht nennen und auch sein Gesicht will er nicht zeigen. Hier von der Stege bis ans andere Ende von dieser Strasse, also bei Juventus und dann noch die Seitenstrasse. Er räumt tagtäglich dort auf, wo abends die Essensausgabe von Schwester Ariane stattfindet. Trotz Rente lebt er auf der Straße. Jetzt mit 1830 könnten Sie sich ja doch ein Zimmer weniger. Das ist. Weißt du, meine Strategie ist, zuerst bezahle ich meine Schulden und dann fange ich an zu suchen. Sie möchten schon etwas ändern. Das ist meine Situation. Ich werde etwas ändern. Was ist der Plan? Das ist etwa. Ja, etwa im Mai. Im Mai wird es schon. Ja. Und wo nicht? Anfangen suchen. Seit wann sind Sie schon obdachlos? Das ist jetzt das dritte Jahr. Dritte Winter? Ja, dritte Winter, ja. Und der Winter ist nicht so kalt, wie alle meinen. Du musst das Zwiebelprinzip, oder? Das sind ja mehrere Schichten, das bedeutet mehrere Schichten als hier zwei Jahre. T-Shirt. Trainer, Hoodie, zwei Fleecejacken, ein Pulli, eine Jacke und dann die drüber. Also ich hätte jetzt Wärme abgeben, falls jemand friert. Einfach wichtig ist, wenn du obdachlos bist, also ich sehe es so, einfach nicht aufgeben zu träumen. Weil wenn du aufgibst zu träumen, ja, dann irgendwann fängst du dann wirklich am Alkohol vielleicht als Anfang vielleicht nachzurennen, oder? Was ist denn Ihr größter Traum? Zurzeit? Also ein Traum ist ein 65 Zoll TV, dann Star Trek schauen, so dass einem die Haare hinterher strahlt. Weißt du, so laut, oder? Eine geile Surround-Anlage. Ja. Alkohol trinken Sie keinen? Ich trinke keinen Alkohol.
Ich tue echt nicht mehr, aber auch keine Drogen. Ich rauche nicht einmal, gell? Ich lese nur bei der Schule die Zigarettenstummel auf. Ich lebe gemäß Zeitung in der teuersten Stadt der Welt und gebe etwa 110 Franken aus pro Monat. Ich habe einfach keine Krankenkasse, nichts. Ich werde ja nie krank. Grippewellen und all die anderen Wellen reiten an mir vorbei. Moritz arbeitete als Informatiker, verdiente gut, bis er sein gesamtes Vermögen aus Leichtgläubigkeit und Dummheit, wie er sagt, einem Bekannten anvertraute. Einsamkeit, kennen Sie das? Das kenne ich schon vorher. Wenn du weißt, dass die anderen in den Ausgang gehen, aber dich nicht, das habe ich zu Genüge erlebt. Aber wie kann man sagen, selig sind die geistig Armen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die sind dann nämlich immer zu mir gekommen, wenn sie ein Problem hatten. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich wieder gut genug. Aber ja, das ist schon vorher passiert. Das ist schon in der Schule passiert, über Beruf, über alles. Ich könnte ein Buch schreiben, wahrscheinlich über Mobbing. Ich bringe Mandaringlitsch. Ich habe mit der Schwester. Wie? Darian? Genau, ja, habe ich abgehört, dass ich es hierher bringe. Ja. Darf ich es gerade schnell führen bringen? Ja, bring es nur führen. Hierher stellen? Ja, kannst du es hierher stellen. Super, danke vielmals. Du bist der. Ja, richtig. Super, sie hat mir gerade gesagt, bei dir. Komm gerade. Siehst du? Du bist da schon voll eingebunden. Ja, ich bin ja der Einzige, wo alle Leute kennt, oder? Ich kenne die hier vom Kino, ich kenne die zwei Wachmänner, die von der SBB Security. Ich trage einfach keine so eine blaue Jacke. Ukrainisch? Ukrainisch? Da. Krass. Was möchtest du gern? Darf ich Brombeere haben? Ja, und was willst du sonst noch? Ja, das langt. Willst du noch eine Kacki? Wie? Eine Kacki? Gern, wenn ich darf. Ja, sicher. Eine lange. Ja. Jetzt haben wir noch Erdbeere. Nein, das langt. Ist gut. Hey, dann sehen wir uns morgen. Jawohl. Auf Wiedergucken. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, bis bald. Danke für alles, gell? Auch fürs Aufräumen und ja, Vorbereiten. Gern. Ciao, ciao. Hey, was hättest du gern? Kartoffel, Passionsfrucht. Die warmen Mahlzeiten und Lebensmittel, die hier verteilt werden, sind Spenden von Zürcher Restaurants und Großverteilern. Wir haben Herdöpfel. Hoi. Hey, mach's gut. Ciao, ciao. Hoi, wie geht's denn dir? Ja, hoi. Ja, ich habe Geburtstag. Du hast Geburtstag? Wenn ich so weit unten bin, wenn ich gescheitert bin, wenn ich am Boden bin, wenn alles abgefallen ist von mir, brauche ich ein Gegenüber, das mich wertschätzt, das mich annimmt, das mir hilft, wieder auf die Beine zu kommen, wieder Schritt für Schritt zu vertrauen in mich selber und in andere. Es heisst ja immer wieder, ja, wir müssen doch gar nichts machen, das Sozialamt schaut, der Staat schaut. Aber was bedeutet das für unsere Leute hier aufs Sozialamt gehen? Wo sie sich total ausziehen müssen, wo sie jeden Franken deklarieren müssen, wo sie alles offenlegen müssen. Menschen, die vielleicht schon Traumatisierungen haben, die Grenzüberschreitungen erlebt haben, die missbraucht worden sind, die sich wirklich nackt abziehen müssen. Und dann stehen sie dort in dem Sozialamt und müssen das machen. Das ist der Horror. Dann haben sie, wie wir alle, eine Sehnsucht, erkannt zu werden, eine Person zu sein, ein Mensch zu sein. Und dann kommen sie aufs Sozialamt. Sie haben
dort mega viel zu tun. Kein Vorwurf an das Sozialamt. Sie versuchen das Beste. Aber jetzt sind sie plötzlich eine Nummer. Oder es ist dann so radikal, dass die kommen gar nicht drauf. Und sie sagen, nein, lieber unter der Brücke schlafen, auch als Schweizer, als jemals noch mal in das Sozialamt gehen. Weil das für sie einfach etwas hat, das triggert oder was sogar traumatisierend ist. Für den Film Menschen zu finden, ist nicht einfach gewesen. Sie haben alle gesagt, ich erzähle die Geschichte gern, aber sicher nicht vor der Kamera. Was meinen Sie, ist der Grund? Ja, ich habe das Gefühl, manchmal denken die Leute, dass die anderen mit dem Finger auf sie zeigen und so quasi, du hast nichts. Aber wenn man mal richtig anschaut, dann sieht man dann auch, wer hat denn wirklich nichts. Und das sind viel, viel mehr, als man denkt. Man schämt sich in dem Moment, dass man nichts hat. Woher kommt das? Was? Die Scham. Ja, wie man denkt, man muss ja als gut dastehen. Ist man denn ein schlechter Mensch, wenn man kein Geld hat? Ich habe das Gefühl, man fühlt sich manchmal als Versager, ja. Nach einer einjährigen Leidenszeit ging es bei Alexandra Odermatt nach der dritten Rückenoperation deutlich bergauf. Ein Wunder, sagt sie. Finanziell hingegen ging es rasant abwärts. Zusätzlich zu den Schulden, die sich anhäuften, kam in dieser Zeit auch noch eine teure Scheidung. Aber es ist das Teuerste, was Sie sich in den letzten zwei Jahren angeschafft haben? Das Teuerste, was ich... Was Sie sich angeschafft haben? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, Jesus Gott. Ich musste die Umschulung anfangen. Ich glaube, das wird ein Buch sein für die Umschulung. Angenehm, unangenehm? Unangenehm. Wegen meinem Druck, oder? Ja. Okay. Ich war beim Joggen. Und dann hat es, wie sagt man, laut geknackt im Knie. Dann konnte ich nicht mehr laufen. Und beim Arzt hat es dann geheißen, es könnte ein Kreuzbänder sein. Es ist aber der Meniskus. Der Meniskus ist abgerissen. Bist du nicht krank geschrieben? Doch, eigentlich schon, aber das geht nicht. Ich muss arbeiten. Das war der zweite Arbeitstag. Ich kann nicht nach zwei Tagen kommen und sagen, ich bin wieder krank. Odermatt hat vor zwei Tagen ein Praktikum angefangen. Dieses ist Teil der Umschulung zur Pflegefachfrau. In ihren geliebten Beruf als Rettungssanitäterin kann sie wohl nicht mehr zurückkehren. So wurde es ihr zumindest von der Invalidenversicherung beschieden. Die Fotos sind für mich etwas wahnsinnig wichtig. Sie halten die Erinnerungen fest, die man eigentlich im Herzen hat. Aber so sieht man sie immer wieder. Und darum habe ich wahnsinnig viele Fotos hier aufgehängt. Auch sehr wichtige Erinnerungen, Verwandte, einem selber, wo es einem einigermaßen gut gegangen ist, vorher noch vor dem Unfall. Es gibt einen Haufen Fotos, die da gezeigt haben, dass eigentlich vorher alles gut war. Der Europapark, der immer wieder präsent ist. Wenn man da die Fotos anschaut, denkt man, oh mein Gott, wie schön ist das damals. Ja, Wahnsinn. Von außen würde man sagen, und vielleicht haben Sie auch so gedacht, in der Schweiz kann mir das nicht passieren. Wir sind doch so gut versichert. Oder haben Sie so gedacht? Ich habe schon gedacht, dass man irgendwoher Hilfe bekommt. Also, dass man nicht so einfach hängen gelassen wird. Habe ich eigentlich schon, hätte ich erwartet gehabt. Aber ich habe dann ziemlich schnell merken, dass es eben nicht so ist. Haben Sie selber auch Fehler gemacht?
Ich denke schon, dass es so weit gekommen ist. Braucht es auch von mir wahrscheinlich etwas Kleines, das sicher dazu geführt hat. Aber hauptsächlich, es braucht halt immer zwei Seiten. Wo, aber ja, gross steuern konnte ich es gar nicht können. Wir sind in dem Sinne keine Chance gehabt? Nein. Hätte ich irgendwie eine andere Chance gehabt, ich hätte sie genutzt. Schinkenrölleli an Tomatenrahmsoße bei der Familie Bertschi Strahm. Neben dem Haushalt müssen immer wieder offene Rechnungen jongliert werden. So, warte, Lehrer. Gut, dazu machen wir halt. Und das ist ja schon zahlen. Ja. Also bin ich zahlungswürdig, also kann ich nicht echt betreiben. Kommt drauf an? Nein, nein. Ich habe eine Versicherung gegeben, ich habe angerufen, dass ich eine Versicherung gegeben habe. Das heisst, bis die Versicherung das abgeklärt hat, ob sie es zahlen dürfen, sind sie gar nicht betreiben, gemahnen oder sonst etwas. Weil sie müssen warten, die haben auch ihre Mülle. Punkt. Ja. Was sehe ich als Grund, wieso ihr in die Situation sind, wo wir jetzt sind? Also bei mir ist sicher der Grund die Vergangenheit von der Kindheit her. Man hat es wie nicht anders vorgelebt bekommen. Wir sind in einer Familiensituation aufgewachsen, wo die Eltern von einer Drogenabhängigkeit stammen. Und auch im Methadon-Programm, wo alles dabei war. Und meine Mami war sehr psychisch krank. Sie war sommerweise in der Psychiatrie. Und zum Teil ziemlich schlimm zu weg. Also mein Papi hat sehr viel selber schauen. Und bin heute einfach, ja, das hat auch etwas geprägt. Was heißt, Sie haben noch keine Lehre gemacht? Nein, ich habe noch keine Lehre gemacht. Nur fängst du zwischen Ausbildungen und zu viel. Zwischen Praktikum. Ich war viel in meinem Heim und alles in meiner Vergangenheit. Ich habe dort auch die erste Lehre angefangen, habe die dann abgebrochen. Und ich bin ja, auch dort dann rausgekommen, eigentlich mit nichts in der Hand. Ich war auf dem Sozialdienst und habe über das Programm, das ich gesehen habe im Sozialdienst, habe ich mich mit dem Eltern, wo wir für die gearbeitet haben, so gut verstanden, dass wir tiefer ins Gespräch kamen. Es waren auch emotionale Gespräche. Und dann, wenn ich gesagt habe, hey, jetzt bist du so alt, ich biete dir eine Lehre an. Und dann habe ich dort angefangen. Und ja, es ist halt, es ist Lehrlingsgeld. Schon dann haben wir eine eigene Wohnung zusammen. Und das hat halt hinten und vorne nie gelangt. Mhm. Ja, wir waren dann schon zusammen gesehen. Und das hat ja halt hinten und vorne nie gelangt. Und ich war nebenbei noch auf dem Sozialdienst gesehen. Die haben immer wieder dumm da. Wir hatten einfach auch einen Berater gehabt. Jetzt habe ich gar nicht auf der gleichen Bühne. Und jetzt plötzlich hat er gemerkt, ah ja, der macht ja nebenbei noch etwas. Und dann mit dem Computer etwas machen. Dann hat man einfach einen Tag aufeinander das Geld gestrichen. Und das ist dann so weit gegangen, dass sie die Existenzängste reingegangen ist. Und die dann zumal schon Panikstörungen. Und dann musste ich die Lehre abbrechen. Und wir haben dann die Wohnung verloren. Und ich denke, das war ziemlich ein grosser Auslöser gewesen, warum ich bis jetzt noch nicht wirklich weiter bin. Weil ich habe jetzt über fünf oder sechs Jahre gekämpft habe, dass ich wieder einigermaßen arbeiten konnte. Und bin dann nachher an einem Ort arbeiten, was mir auch gefallen hat, was super war. Und jetzt einfach nach zwei Jahren hat es mir dort wieder, ja, weil man einfach nur noch verlangt hat. Und ja, am Schluss bis zu 80 Stunden pro Woche gearbeitet habe und gleich nicht mehr Geld. Christian Strahm sagt uns, er sei mittlerweile 20% arbeitsfähig. Er nützt diese Zeit, um eine Firma im Sicherheitsbereich aufzubauen. In dieser Branche war er vor seinem Burnout als Angestellter tätig. Ich will jetzt eigentlich da die Verträge noch ausarbeiten. Also die Vorlagen für die Verträge, für die Mitarbeiter. Dort haben wir im Sicherheitsdienst einen Gesamtarbeitsvertrag. Und an dem hat man gewisse Auflagen, die man erfüllen muss.
Und dort bin ich jetzt am Zusammentragen, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Und ja, das ist ziemlich komplex, das Ganze. Das aber jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich das ganze Spesenreglement fertig habe. Das ist ja auch fast ein fünfseitiges Reglement, das man braucht, das zum Arbeitsvertrag gehört. Das heisst, die Firma läuft schon, also da sind schon Aufträge reingekommen. Genau. Also die Firma läuft schon. Ich habe schon jetzt den Auftrag von letzter Woche haben wir müssen absagen, weil es einfach personell und administrativ und alles nicht machbar ist. Und aber jetzt haben wir einen neuen Auftrag bekommen, vom gleichen Auftraggeber. Und jetzt versuchen wir, den zu decken. Wenn man jetzt im ersten Monat vier Mitarbeiter etwas um die 480 Stunden angestellt hat, würde man eigentlich so weit rauskommen, dass man nach dem ersten halben Jahr hat man dann eigentlich schon einen Reingewinn in der Firma erwirtschaftet von über 100'000. Das ist... Man könnte es als kleines Goldgrübli anschauen, wie es läuft. Ich spüre, dass die Hoffnung auf Aufbruch relativ groß ist. Ja, es ist ziemlich. Also, hier erwarten wir eigentlich von dem ganz extrem viel. Weniger hoffnungsfroh fahren wir nach Muttenz. Am Telefon hörte sich Cecilia Ramos deprimiert an. Die Panikattacken werden immer stärker. Zudem wird es finanziell immer knapper. Sehr knapp. Also, man muss wahnsinnig schauen. Jetzt, durch das es Miete aufgegangen ist, letzten Oktober, meine Miete war schon 50 Franken drüber, über das, was das Sozialamt eigentlich zahlt. Wäre 1400 und es wird 1450 kosten. Aber das ist weggegangen vom anderen Geld, das ich halt brauche. Dann ist es jetzt 80 Franken mehr. Aber mein Sohn geht auch in die Schule. Wir sind zentral. Ich habe kein Auto. Ich muss irgendwie rumkommen. Ich kann nicht einfach zügeln. Das ist nicht einfach. Und es ist auch schwierig, etwas Günstiges zu finden. Und wenn dann noch etwas dazwischen kommt, fällt bei armutsbetroffenen Menschen das ganze finanzielle Gerüst zusammen. Bei Familie Ramos war die Katze Vincent schwer krank. Ohne die finanzielle Hilfe einer privaten Organisation hätte sie eingeschläfert werden müssen. Sehr gerne würde Cecilia Ramos wieder arbeiten. Doch daran ist im Moment nicht zu denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Termin habe, dann habe ich schon Stunden vor oder manchmal einen Tag vor schon Panik, dass es nicht schafft zu gehen. Und wenn ich mich dann bereit mache, sei es nur Duschen anlegen, fange ich schon an zu schwitzen. Ich komme aus der Dusche und bin schon wieder am Schwitzen. Angst. Leg mich an, mach das Zeug bereit, die Tasche ist bereit. Und so viel Mal stand sie an der Tür und total fange an von Brille zu zittern und sage, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe es sogar schon geschafft, dass ich jemandem abgesagt habe, der vor der Tür stand, ist am Ecke, auf mich gewartet hat. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich kann niemand reinlassen, ich kann nicht raus. Es tut mir so leid. Und so ist es mir vielmal gegangen. Darum habe ich so wenig Freunde, weil das versteht doch kein Mensch. Wie kann man jemandem erklären, dass man sich parat macht und an der Tür steht und dann einfach brillend und schwitzend zusammenbricht und das Herz klopft und man und nur noch ins Bett geht und eine Decke in den Laden ab und sagt, ich will nie mehr raus, ich will nie mehr. Einfach Angst und man weiß nicht von was. Wie geht Ihr Sohn damit um? Er hat von Anfang an wie instinktiv gemerkt, was er machen muss. Und zwar eigentlich muss er gar nicht machen, sondern einfach ruhig bis neben mir sein. Und er hat dann angefangen mit der Hand zu heben und gesagt, möchtest du, dass ich dir etwas vorlese? Und ich habe dann gesagt, ja. Und ich habe zittert und gebrillt und er hat dann angefangen zu lesen. Und dann habe ich so ein bisschen nicht mehr zuhören. Und dann habe ich gelesen, weil er so ruhig geblieben ist neben mir. Und er hat einfach meine Hand gehabt. Weil das richtige Spiel zu teuer ist, hat Bentley selbst ein Monopoly-Spiel gebastelt.
Okay. Wait, go. Wait, I do it. One, two, three, four. Now you need to take a card. Penny? What? Take away 100 bucks. From where? From here? No, from your own money. I'm the richest again. Bentleys Vater June ist gerade zu Gast. Er arbeitet in Los Angeles als Pflegefachmann. Er bezahlt Alimente und bei Möglichkeit überweist er noch etwas darüber hinaus. Wir haben in 2006 uns kennengelernt in den Philippinen und dann bin ich nach Amerika, weil er dort gelebt hat. Und dann ein Jahr später haben wir in Las Vegas geheiratet, genau am gleichen Tag, wo wir uns kennengelernt haben in den Philippinen. Ja, und das ist, und dann waren wir 10 Jahre geheiratet, hatten unseren Sohn gehabt, und dann haben wir leider ein Problem gekriegt und haben uns scheiden lassen nach 10 Jahren. Das ist jetzt 5 Jahre her ungefähr. Und dann, als ich in die Schweiz zurück kam, dann haben wir eigentlich plötzlich, weil er jedes Jahr etwa zweimal kam, ist so circa 4 Wochen besuchen. Am Anfang war es nicht so gut, Und es ist immer ein bisschen besser geworden. Und jetzt ist das dritte Jahr, wo er kommt. Und wir sind uns eigentlich sehr nahe und da ist die Familie zusammengewachsen. Und ja. Sind Sie stolz auf Ihren Sohn? Oh. Na ja, das bin ich. Das sind wir. He is growing up. Er wird sehr schnell erwachsen. Schon als Kind konnte man sich mit ihm unterhalten, wie mit einem Erwachsenen. Ich finde, er geht sehr gut mit der neuen Situation hier in der Schweiz um. Er ist sehr gut in der Schule, liebt seine Mutter und ist sehr verständnisvoll. Vermissen Sie die beiden? Oder nur Ihren Sohn? Ich vermisse sie beide. Nach allem, was passiert ist, kann ich sie nicht einfach so ziehen lassen. Wir versuchen, unsere kleine Familie zurückzugewinnen. Das ist unser Plan. Darauf freuen wir uns. Dank dem Familienpass Baseland kann Familie Ramos sich eine Wanderung mit Alpakas leisten. Überhaupt stehen alle Zeichen auf Aufbruch. Familienvater June plant, in die Schweiz zu ziehen. Als gelernter Krankenpfleger stehen die Chancen gut, einen Job zu finden. Und sogar die erneute Hochzeit ist fest geplant. Auch bei Christian Strahm scheint es aufwärts zu gehen. Die Firma, die er zusammen mit einem Geschäftspartner gegründet hat, konnte tatsächlich erste kleine Aufträge im Verkehrsdienst an Land ziehen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Nein, aber es ist krass. Wir haben jetzt schon recht viel. Haben wir schon jetzt können machen in so kurzer Zeit. Und, was haben wir erreicht? Ja, wir haben jetzt schon viel. Die finanzielle Unabhängigkeit vom Geschäft in dem Sinn. Genau, ja. Das Geschäft dreht sich jetzt mittlerweile selber. Ja, es ist. Was heißt das? Krass. Zahlen? Der erste Monat ist etwa ein Umsatz von 24.000 gelaufen. Also haben wir erzielt und ja, es wird zwar immer noch ein bisschen happig, aber man muss immer noch Ende Monat schauen, wie man alle Zahlungen machen kann. Aber
im Endeffekt funktioniert und es kommt gut. Und denke jetzt nach der Winterpause, hoppla, dann geht es rein. Dann hängt sie. Und dann startet das Ganze richtig. Hey, das haben Sie sich selber ausgezahlt? Wie viel gezahlt? Ich mir selber. Ich habe mir einen Monatslohn von 2,5 gesetzt. Weil das wäre so das, was die Firma vermöchte für mich momentan. Weil ich eben noch krank geschrieben bin und nur 20% arbeiten darf. Und auszahlt Schluss am Ende ja, knapp bei 447 Franken. Ist das so deine? Das ist einfach. Ja, wir vermögen in dem Sinne nicht mehr. Und eben von diesen 2.500 auf die 20%, die ich zu gut habe. Und der Rest läuft weiterhin. Und da bin ich auch froh über Krankentaggeldversicherung. Aber ja, ich hoffe, dass ich nachher gegen Sommer rein so viel gesund bin, dass ich mir nachher den ganzen Lohn auszahlen kann. Trotz positivem Firmenstart, auf das Familienbudget hat das noch keine Auswirkung. Und dann kommen dort Ausgaben. Und dann ist 92 Krankenkasse. 544, der 4 sind 136. Ja. Also, und jetzt muss das noch, das wäre pro Woche. Das heisst, noch durch 7, dann sind wir bei 19,40. Es sind 20 Franken pro Tag. Ja. Für was? Für die Person, für das Leben. Das Leben, bleibt noch für Essen, Schminkzeug, Badsachen, Deo, Schuhe, Kleider. Freizeit. Ja, Freizeit. Ja, also momentan sind halt noch viele Einnahmen, die fehlen. Kindergeld, also Zulagen. 460 Franken Kinderzulage ist halt wie eine Person, die kein Essen hat. Also wenn das schon wäre und wir das auf eine Woche aus, wären wir bei 40 Franken am Tag. Wieso kann man nicht so die Weil wir die selber müssen beantragen müssen, was dort einfach manchmal ein kompliziert ist. Obwohl eigentlich bei mir theoretisch der Sozialdienst dort müsste da stehen, aber ich muss das wirklich selber managen. Und da freue ich mich nachher darauf, wenn es ein bisschen läuft und ich mir mehr als 500-600 Franken auszahlen kann, dann kann ich das nachher über mich nehmen. Ist noch nichts drin. Aber vor einer Woche, das muss ich euch jetzt erzählen, bin ich am Abend spät noch mit der Emi ein Bissi machen. Und so aus Gewohnheit schaue ich so rein. Ah, ist etwas drin. Nehme ein Kuvert raus. Und dort war eine Karte drin, die mittlerweile weiss ich, dass von einer Kollegin ist. Die hat sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, jeden Monat jemandem, der bedürftig ist, 10% von ihrem Lohn zu schenken. Und ich hatte 340 Franken drin. Was haben Sie gedacht? Ich war völlig platt. Dass sie an mich gedacht hat und dass sie mir das schenkt. Ich habe es bereits ausgegeben, das Geld. Ich habe mir gute Schuhe und eine gute Regenjacke gekauft damit. Dass ich mit den Hunden nicht nur eine Stunde, sondern noch mal zwei Stunden bei Regenwetter unterwegs war. In die Ausbildung seiner Hunde hat René Burger viel Zeit investiert. Und davon sollen auch andere profitieren. Und gehen wir schauen, wo der Thomas ist. Langsam. Langsam, grüßt miteinander. Nimm den Ball. Ja. Gib's ihm, Thomas. Komm. Gib mal.
Okay. Da geht's nicht viel. Aber es ist quasi so ein bisschen Physiotherapie. Ja, aber das auch es passiert einfach beim Spielen mit der Einen, dass es Bewegungen gibt, die er sonst nicht so häufig macht. Ja, ja. Oder wieder neu muss antrainieren. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, ein Leben ohne ihn? Nein, ja, ganz sicher nicht. Ich habe eigentlich mehr oder weniger das ganze Leben lang Tier gehabt. Aber kann ich vorstellen, die ohne Tier? Gell? Das geht nicht. Da fehlt etwas. Das gleiche wie bei mir jetzt ohne Frau. Ja, hä? Das ist schon, das ist schwierig. Frau verloren vor 2 Jahren und 2 Monaten an Corona. Und der hat noch eine schwere Lungenentzündung dazu. Und das ist natürlich nicht mehr gegangen. Oder zwei Sachen miteinander zu tun, aber nicht da. Das ist der Tod. Ja, gell du. Ja. Bezahlt wird René Burger für solche Besuche nicht. Es ist reine Freiwilligenarbeit. Wir haben darüber geredet, dass Sie im Verlauf des Lebens halt auch Schulden gemacht haben. Ja. Haben Sie da kein schlechtes Gewissen? Ja, doch. Gegenüber gewissen Personen sicher. Wo ich aber einen Teil davon mit einig werden konnte. Ja. Ist das etwas, was Sie jeden Tag auf der Schulter haben? Oder ist das etwas, was Sie jetzt auch gehen lassen wollen? Nein, das konnte ich gehen lassen. Doch, das sagen wir mal so, ich bin in dem Sinn frei. Ich weiss zwar, dass es noch existiert, aber ich werde nicht unter Druck gesetzt, dass ich jeden Tag auch noch mal dem rumknüble und denke, oh ja. Und ist klar, wenn ich die Möglichkeit irgendwie habe, sind die natürlich die Ersten, die ich an so denke. Vier Monate, nachdem wir das erste Mal im Aargau waren, treffen wir Alexandra Odermatt wieder. Im Frühjahr 2024 wird sie ihre Umschulung zur Pflegefachfrau beendet haben. Doch gerne würde sie jetzt schon mehr tun, um schneller aus den Schulden rauszukommen. Ich habe die Möglichkeit bei meinem Ex-Arbeitskollegen, der eine Firma hat, mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Bei ihm hätte ich immer die Möglichkeit, zum Kurs zu gehen. Das heisst, ich könnte zusätzlich Geld verdienen, könnte meine Schulden schneller abzahlen, hätte die Möglichkeit, dass ich schneller schuldenfrei bin, was auch mein Wunsch ist. Ich kann aber nicht, weil ich kein Auto habe. Ich kann die Reanimationspuppen nicht transportieren mit dem Zug, unmöglich. Und das Auto mieten geht nicht mit den Schulden. Es gibt die Möglichkeit, eben gewisse Garagen, die zur Verfügung stellen, dass man gleich trotz Schulden ein Auto mieten kann. Aber dann ist man wieder mit dem konfrontiert, dass halt dann der Garagist einem nicht garantieren kann, dass dann wirklich ein Auto rum ist. Das ist mir jetzt gerade passiert, wo 30 Autos zur Verfügung stehen, zum Auslehnen. Aber er weiß nicht, ob an dem Tag ein Auto zurückkommt oder einen Tag vorher. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht am Mittwochmorgen dort sein. Und nachher heisst es, ich habe kein Auto. Und ich muss dann 2 Stunden später den Kurs oder eine Stunde später den Kurs absagen. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Ja. Schulden können ein echter Teufelskreis sein. Zumindest kann Alexandra Odermatt ihrem neuen Hobby nachgehen. Wie heute in Willisau im Kanton Luzern. Seit 2 Jahren verbringt Alexandra Odermatt ihre ganze Freizeit in einer leidenschaftlichen Bastelgruppe. Ein Zusammenschluss von Frauen aus der ganzen Schweiz.
Hey, und wie findet ihr den Glossy Pen? Ja, der ist super. Nee, geh, Manuela. Ja, aber habe ich es richtig gemacht auf dem Gläschen, wo ich mit der Serie. Ich bin noch nicht ganz überzogen. Ich habe so einen vorgerührt. Was? Ein Glossy Pen? Jeder persönlich, was gibt Ihnen das? Das ist meine Psychohygiene. Total. Im höchsten Quadrat. Das tut mir gut. Das tut, psychisch tut es gut. Man kann sich ablenken. Vor allem negativen Gedanken. Man kann sich etwas Gutes tun. Ihre Bastelkolleginnen hat Odermatt schon früh über ihre Situation informiert. Also manchmal hätte ich schon am liebsten aufgegeben. Ja, sag ich ehrlich. Auf jeden Fall. Es hat so Situationen. Das sind so wie Wellen, oder? Ja, genau. Genau. Im gleichen Jahr war noch die Scheidung. Also von dem her schlimmer hat es gar nicht mehr kommen. Ja. Wie viel schaffst du jetzt? 70%. Ja. Von der Belastung her, körperlich und alles? Ich habe kein Problem mehr. Gesundheitlich und körperlich habe ich absolut kein Problem mehr. Schön, das ist noch so wunderbar. Gesundheitlich stehe ich bei meinen Zähnen. Gesundheitlich geht es mir gut. Finanziell stehe ich bei einem 5. 4 vielleicht. Weil dort, wo ich sein will, ist eine Szene und das fehlt noch etwas. Man sieht andere Leute, die sich einen Weihnachtsbaum kaufen. Und man denkt einfach, man kann sich das im Moment noch nicht leisten. Was heisst für Sie das ja ohne Baum? So wie es aussieht, schon, ja. Und können Sie Ihrem Sohn einen Wunsch erfüllen? Ja, aber den kann ich nicht selber erfüllen. Der tut ein Christkind quasi erfüllen. Von extern. Mein Sohn hat sich einen Wunschzettel gemacht, den er unter den Baum gelegt hat, und unter einen öffentlichen Baum. Und die Person hat den Wunschzettel gefunden und tut ihm jetzt den Wunsch erfüllen. Wir vom Team Spinnennetz wünschen euch schöne und erholsame Festtage. Und einen bunten, kreativen Start in 2024. Heiligabend in Huttwil. Die finanzielle Not bei der Familie Berti Strahm ist größer denn je. Ich sollte jetzt 10'000 Franken einfach so haben. Nur für die Mitarbeiter auszahlen. Wie kommen denn die 10'000 Franken? Sollten? Ja. Wo müssen sie? Ich habe den genauen Betrag. Es sind offen 8.432. Überfällig davon schon über 20 Tage sind 5.342,90. Und die eine wird heute überfällig, die 3.089,40. Und Mitarbeiter haben es gut, diesen Monat. Nein, eigentlich schon noch letzten Monat, muss ich auch. Letzten Monat 4.214,85. Und diesen Monat 3.141,90. Und ich kann nicht auszahlen, bis das Geld kommt. Das heisst, Ihre Mitarbeiter arbeiten jetzt gratis? Nein, gratis in dem Sinn nicht. Sie arbeiten für mich eigentlich auf Pump. Also, dass ich sie. Ich lasse sie auf Pump arbeiten. Ja. Weil ich nicht zahlen kann, weil Kunden nicht zahlen. Wo ist die? Das Weihnachtsessen fällt sparsam aus. Ja. Die ausstehenden Zahlungen sind das kleinere Problem. Eine weitere Hiobsbotschaft belastet das Paar massiv. Christian Strahm hat nämlich seine Arbeitsversuche der Versicherung nicht gemeldet. Ja, ich. Aufgrund meiner Erkrankung bin ich ja mittlerweile 20% wieder krank,
Song geschrieben. Und ich habe vor, was ist jetzt das, bald einem Monat, habe ich ein Gespräch auf dem Mobiliar, wo sie mich eingeladen haben, einfach zu einem persönlichen Gespräch und so. Mobiliar ist ihre Versicherung, die ihnen das Krankentaggeld auszahlt. Genau. Und dort haben sie mich dann einfach ausgefragt, so, ja, was ich mache, und haben alles gesagt, dass ich aber mit mehr als 20% kann arbeiten momentan und dass ich aber gleich etwas am Aufbauen bin. Und ja, zum Schluss hat mir gesagt, ja, sie haben mich irgendwie überwacht und ich arbeite mehr als 20%. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann aber nicht sein, weil ja, ich kann gar nicht mehr als 20% arbeiten. Schon nur von der Auftragslage her ist das gar nicht möglich. Und vor einer Woche habe ich einen Brief bekommen, dass sie das komplette Krankentaggeld einstellen. Und dann habe ich nachher darauf geschrieben, dass sie damit nicht einverstanden sind, dass ich mit dem Ganzen vor das Gericht gehen würde, obwohl sie mir angedroht haben im Brief selber, dass sie die ganzen 26'000 irgendetwas, was sie schon ausgezahlt haben seit dem März, nachher werden zurückfordern, wenn ich vor das Gericht würde gehen. Schon das finde ich ein bisschen komisch. Und ja, auf das aber hat er mir nachher geschrieben, dass ich ihm doch soll einfach bestätigen soll, an welchen Daten, dass ich Arbeitsversuche gemacht habe. Und ab dem, wo ich 20% war, was ich gemacht habe, habe ich das gemacht, habe das auch dokumentiert mit dem Rapport, was es dort gegeben hat und so. Und ja, einen Tag nachdem ich das Schreiben abgeschickt habe, hat er mir angerufen. Ja, sie sind bereit für einen Vergleich. Sie würde einfach nur einen Monat zahlen und dann können nicht mehr. Die Mobiliar schreibt in einem Statement: Solche Observationen führt die Mobiliar sehr zurückhaltend und nur als Ultima Ratio aus. Und dies auch nur, wenn ein umfassend begründeter Anfangsverdacht vorliegt. Die Mobiliar wäre gemäß Artikel 40 VVG berechtigt gewesen, bereits bezahlte Taggeldleistungen von Herrn Strahm zurückzuverlangen. Aufgrund seines schwierigen Lebenswegs und in Anbetracht seiner finanziellen Situation haben wir jedoch darauf verzichtet. Ja, was ist lieber da, dass Sie mich noch bis am 31.12. unterstützen? Also einen Monat länger als dass sie eigentlich im letzten Schreiben ihnen gesagt haben und dass ich dafür einfach per Saldo aller Ansprüche eigentlich auf alles andere, auf weitere Forderungen verzichten und ja, somit auch eigentlich keinen Rechtsschritt mehr wird einleiten können. Aber schlussendlich eben, es bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich brauche das Geld. Mindestens, dass ich schon nur diesen Monat überbrücken kann. Also, ja, haben sie gewonnen, weil sie weil ich in der Abhängigkeit stehe, eigentlich. Ja. Wie geht es Ihnen jetzt psychisch, Herr Strahm? Angeschlagen. Ich bin. Ja. Ich frage mich halt viel, für was immer wieder kämpfen. Und es ist. Ja, am Schluss. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es eigentlich nur noch für Kinder. Für Kinder und Familie. Ich glaube, wenn ich kein Kind und Familie hätte, glaube ich, würde es mir nicht mehr geben. Ich glaube, der hätte ich schon lange aufgegeben. Gut. Mama, sind die vom Wichtel? Ja, die sind vom Wichtel. Das ist für mich. Nein, das ist für dich. Das ist für Liane. Du kannst ziehen. Das kannst du selber. Was ist denn? Erzähl mal. Mama, mach mal. Nimm ihn auf.
Ja, warte, dann fängst du mit dem Snare abschneiden. Siehst du nicht? Jetzt kannst du mit dem schmüsseln. Oh, Papa, lüch, was war das? Lidia, hat die Geschenke hat es von einem Wichtel vom Internet bekommen. Ja. Mama hat sich bei so einer Aktion angestellt, da muss man sich so reinschreiben. Aha. Wo Leute die Sachen verschenken. Ich komme da nicht so. Yeah. Von dort ist es. Was? Und das nachher du in der Eizeihe ausschließen, Zweizeihe ausschließen, der Dritzeihe ausschließen. Jetzt können wir das hier abstellen. Ein Gemeindezentrum in Rien. So. Ich tue heute Abend für Leute kochen, die schon am 24. allein waren. Ich habe das vor, mache es jetzt das dritte Mal. Ich habe das also quasi ins Leben gerufen. Und ja, die Leute finden es schön, dass es das gibt. Es gibt ein Viergangmenü heute. Zuerst gibt es Blumenkohlsuppe, dann gibt es Kikoré-Salat, ein bisschen auf spezielle Art. Dann gibt es Rinderrollplatten mit Nudeln, mit Röselichöli. Und Dessert, spendierte Sachen, verschiedene Tiramisu, Creme, Kuchen und Weihnachtsgutzli bis zum Abwinken. Ich möchte einfach, dass sie am 24. nicht müssen alleine sein müssen und womöglich noch in eine Depression hineingehen oder so irgendetwas. Ja, oder dass sie sich in der Landschaft umehren und vielleicht noch in eine Beiz, die offen ist, nicht reinhocken, sondern eben wirklich. Es sind viele auch Leute, die sich einfach auch nicht leisten könnten, irgendetwas zu Weihnachten und dann noch allein sein. Das ist schwierige Zeit. Darum hatte ich da die Idee gehabt, vor 3 Jahren. Und wie haben Sie das erstmal gekauft? Oder das privat müssen zahlen? Nein, also ich habe ursprünglich hatte ich schon mal die Idee gehabt, ich spare mir das Geld zusammen und mache etwas Bescheides. Aber dann hat es sofort Leute gegeben, die gesagt haben, ich möchte dich unterstützen, ich spendiere etwas. Ja, sind auch dieses Jahr fast 500 Franken zusammengekommen. Könnt ihr beide auch noch schnell hersitzen? Ich werde noch etwas sagen zum heutigen Abend. Ich wünsche allen viel Spass, einen schönen Abend. Und wenn es doch jemanden sollte geben, der das Weihnachtslied singen will, wir hindern ihn nicht daran. Aber wir sind nicht eigentlich zum Weihnachtsfeiern da, sondern dass wir nicht alleine sind. Das ist das Wichtige heute Abend. Frau, vielen Dank. Und viele Dank fürs Glück kochen. Ich bin so fein, ich gehe nicht mehr so weit. Wie ist es? Super, super, ganz gut. Wunderbar. Alles super. Wunderbar, ja. Хорошо. Der Gass hat ganz viele Angebote für Menschen, die in der Not sind, die obdachlos sind, die heisst, die Heim haben, die geflüchtet sind. Gestern waren sehr, sehr viele Leute da. Am Abend um 10:30 sind 230 Leute hier angestanden. Und ich habe keine Ahnung, ob heute viele kommen, wenig kommen. Aber die kommen, sind herzlich willkommen. Und für die machen wir es auch mega, mega schön, dass sie auch etwas von Weihnachten bekommen. Merken die, dass die Leute an Weihnachten mehr spenden? Das verändert sich von Jahr zu Jahr. Also, diese Weihnachten haben wir gemerkt, dass die Leute im Moment nicht so Kapazität haben, um z.B. Geschenke zu packen.
Sie bringen uns Sachen, sie spenden Geld. Aber auch andere Organisationen sagen, zum Beispiel Geschenke, Einpacke sind zurückgegangen. Aber es gibt sehr viele sensible Menschen, die auch an die Menschen denken, die am Rand stehen. Und die spenden mega schön. Zum Beispiel gestern hat das Treuhandbüro 250 Hygienesäcke mit schönem Kärtchen, mit schöner Dekoration für Kinder, mit Spielsachen vorbereitet, sind bis zur Nacht da gestanden und haben die Leute beschenkt. Und die Leute haben sich auch gefreut. Sie freuen sich an Waschmittel, an Putzmittel, an Hygieneartikel. Und da sieht man auch, was sie nötig haben. Für sie ist es ein echtes Geschenk. Arrabbiata, nein, Arrabbiata, schau. Diese, ja, genau. Bitte. Dankeschön. Dann kann ich nicht nur Teigwaren haben. Nee. Kümmern wir SchweizerInnen uns genug um die Schwachen, wie es in der Bundesverfassung steht? Nein, ist unsere Antwort, nachdem wir viele Armutsbetroffene kennenlernen durften. Der Staat macht viel, ja, mehr als andere. Private machen noch viel mehr. Aber es ist zu wenig. Und passen wir nicht auf, gerät unsere Gesellschaft in eine prekäre Schieflage. Wenn es heute klingelt, wird nicht geschlossen, sondern heute ist Weihnachten. Wenn es heute klingelt, dann kommt das Christkind. Und das Christkind, wisst ihr, bringt immer Geschenke. Deshalb gibt es mit dem Klingeln heute nicht Ladenschluss, nicht Türschluss, sondern jetzt geht es erst richtig los, jetzt gibt es Geschenke. Du hast mein Leben gerettet. Das werde ich dir nie vergessen. Sitting in a railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stand, my suitcase and guitar at hand. Where every stop is neatly planned for poet and his one man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape me. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Im März 2024 hat Alexandra Odermatt ihre Umschulung zur Pflegefachfrau mit Bestnoten bestanden. Eine Anstellung in der Nähe ihres Wohnorts hat sie auch bereits gefunden. Die Schulden konnte sie weiter reduzieren. Bei den beruflichen Ambitionen gab es für Cecilia Ramos einen großen Dämpfer. Die Invalidenversicherung sieht derzeit keine Möglichkeit einer beruflichen Wiedereingliederung. Sie schlägt stattdessen eine Rente vor. Aber Cecilia Ramos macht erste Schritte raus ins Leben. Sie geht regelmäßig zum Schwimmen und singt seit 2 Monaten in einem Gospelchor. Und im Juni soll definitiv geheiratet werden. Ihr Ex-Mann hat schon den Verlobungsring geschickt. René Burger will in die Politik einsteigen und kandidiert im Herbst 2024 für den Baselstädtischen Großen Rat. Er ist auf einigen Plattformen aktiv, um eventuell eine Partnerin zu finden, die mit ihm und seinen Hunden durchs Leben wandert. Christian Strahm hat sich beim Sozialamt angemeldet und sucht eine 40%-Stelle. Die Firma will er weiterführen. Gesundheitlich geht es langsam aufwärts. Alina Bertschi kämpft mit ihrem ADHS.
Trotzdem möchte sie eine Ausbildung im Bereich Kinderbetreuung beginnen.